Ein unangenehmer Pressetermin für Michael Bloomberg. Ein Prestigeprojekt des New Yorker Bürgermeisters ist vorerst gescheitert. Heute Morgen waren wir noch sehr zuversichtlich. Der Richter hat einen Fehler gemacht. Er hat das Gesetz falsch interpretiert. Wir werden in der nächsten Instanz Recht bekommen. Darum ging es Bloomberg. Um süße Drinks in riesigen Pappbechern und um die zahlreichen dicken Bäuche in der Stadt. 70.000 Menschen werden dieses Jahr in den USA an Fettleibigkeit sterben, 5.000 davon in New York City. Wissenschaftler sagen, Süßgetränke sind ein Auslöser von Fettleibigkeit. Manche Leute sagen, rede über das Problem, schärfe das Bewusstsein der Menschen und hoffe, dass sich etwas ändert. Aber reden und hoffen ist nicht genug. Bloombergs simples Rezept, kleine Becher, dünne Bäuche. In Fastfood-Läden, Kinos und Stadien sollten Becher mit Softdrinks wie diesen nur noch maximal einen halben Liter fassen dürfen. Ausgenommen unter anderem Milchshakes wegen des hohen Milchgehaltes. Dies ist kein Witz, es geht hier um echte Leben. Trotzdem schmetterten die Richter den Plan wenige Stunden vor seinem Inkrafttreten ab. Ein Verbot nur für bestimmte Getränke und bestimmte Verkaufsorte sei ungerecht. Bloomberg kann damit vorerst nur auf den Effekt seiner weiteren Gesundheitsregeln hoffen. So hatte er unter anderem das Rauchen an Stränden und in Parks verbieten lassen und Fastfood-Ketten dazu verpflichtet, die Kalorien ihrer Angebote auf die Speisekarte zu schreiben.